Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Bloody Platin. Im letzten Part sind wir zum Park der Freunde gesurft und heute geht es endlich nach Fliedburg, denn wir sind soweit durch mit dem Backtracking. Kann sein, dass ich das ein oder andere Item vielleicht vergessen habe irgendwo, aber ich denke, so das Wichtigste haben wir auf jeden Fall gesehen. So, Hallöchen! Angeln an der frischen Luft macht einfach so viel Spaß. Das Schreien hilft mir nicht, aber ich muss einfach schreien. Okay. Wenn dir danach ist. Nee, wir haben ja einiges gemacht in den letzten Parts. Wir waren ja in Elysis, haben uns dort mit Team Galaktik angelegt und haben danach eben so ein paar alte Orte aufgesucht, die jetzt so ein bisschen interessanter für mich waren durch den Surfer. Wie zum Beispiel eben Park der Freunde, wo wir hin konnten, oder der Strand vor Weideburg. Verwüsteter Pfad, Erzelingentor. Und wir waren ja auch nochmal in der bizarren Höhle. Das hatte allerdings weniger mit dem Surfer und mehr mit den Leveln zu tun. Und ja, ich denke, das war schon ganz gut, so dass wir das alles gemacht haben. Dann können wir jetzt unbesorgt nach Fliedburg. Leveltechnisch passt das eigentlich auch ganz gut. Dadurch, dass ich halt so ein bisschen zusätzliches Training hatte, habe ich jetzt das Niveau der gegnerischen Trainer. Das finde ich ganz gut. Weil die Richtung Park der Freunde waren ja sogar ein bisschen stärker als ich. Die hatten ja teilweise 65 oder so. Also das gefällt mir, dass ich hier vom Level her ganz passend bin. Wenn ich bedenke, bevor ich das alles gemacht habe... Ja doch, das waren schon einige Level, die wir gemacht haben in den letzten Parts. Find ich gut. Ich wünsche mir nur Drachenpuls hätte ein paar mehr AP. Das wäre echt sehr praktisch. Aber gut, ist ja nicht weit bis Fliedburg. Sind diese zwei Angler hier und ich glaube dann noch zwei, drei Trainer auf der Wiese. Und das war's dann auch schon. Das passt schon. Ich finde es übrigens auch wahnsinnig schön, das habe ich glaube ich bislang noch gar nicht erwähnt, wie sich die Lichtverhältnisse in diesem Spiel ändern, je nachdem zu welcher Tageszeit man aufnimmt. Man hat, also das seht ihr vielleicht nicht so extrem außerhalb der Kämpfe, aber innerhalb der Kämpfe sieht man ja, dass der Hintergrund so ein bisschen orange-rötlich ist. Ach, der Surfer trifft auch unter Wasser. Das wusste ich nicht. Das ist gut zu wissen. Man lernt nie aus. Normalerweise Surfer auf dem Wasser-Pokémon mache ich jetzt nicht so oft. Im Kampf sieht man dann, dass der Hintergrund so ein bisschen rötlich oder eher orange angehaucht ist. Normalerweise ist er ja je nachdem grün, wenn wir am Land sind, oder braun in der Höhle oder eben blau auf dem Wasser. Ich glaube, in Höhlen ändert sich der nicht, logischerweise, weil ich da nicht so viel mitkriege von den Lichtverhältnissen. Wie das auf dem Wasser ist, ich glaube, da ändert der sich aber auch. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall an Land. Und wenn wir nachts kämpfen, ist er dann noch so ein ganzes Stückchen dunkler. Finde ich ehrlich gesagt sehr schön, dass sie das gemacht haben. Dass man jetzt so ein bisschen diese Dämmerung, sag ich mal, sieht. Oder eben auch die Nacht. Das sind so Kleinigkeiten, die ich immer sehr, sehr schön finde. Generell bin ich ein großer Fan von dem Tag-Nacht-Zyklus. Ihr selbst seht davon nicht so viel, weil ich meistens mittags oder nachmittags aufnehme. Dementsprechend seht ihr wahrscheinlich die meiste Zeit einfach den Tag-Hintergrund, sag ich mal. Und gelegentlich, so wie jetzt, wenn ich nach 17 Uhr aufnehme, eben auch den Dämmerungshintergrund. Aber abends habe ich meistens anderes zu tun, beziehungsweise einfach keine Lust. Deswegen sieht man das dann meistens nicht. Aber ich denke mal, ist jetzt auch nicht so schlimm. Und du hast kein H2O-Absorber, das ist gut. Aber ich mag, wie gesagt, diesen Zyklus sehr, sehr gerne. Außerhalb der Kämpfe sieht man das ja auch, dass sich die Lichtverhältnisse ändern. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut sehen könnt, wenn halt die komplette Aufnahme quasi jetzt in dem Fall nach 17 Uhr stattfindet. Ich meine, wenn sich im Part quasi die Uhrzeit ändert, wenn es jetzt von 16.59 Uhr auf 17 Uhr springt, dann sieht man ja, dass sich die Verhältnisse so ein bisschen anpassen. Aber ansonsten weiß ich nicht, ob man das so gut unterscheiden kann, wenn man keinen Vergleichswert hat. Aber es ist immer sehr schön, dass es dann so ein bisschen dunkler wird. Das mag ich ganz gerne. Ich fand es auch echt schade, sie haben es ja in Gold und Silber eingeführt. Und damals fand ich es noch gar nicht so toll, weil ich war damals noch sehr jung und ich habe diese ganzen
Autsch. Vorteile gar nicht gesehen, dass man zum Beispiel nachts andere Pokémon fangen kann. Das habe ich irgendwie, weiß ich nicht, gar nicht so in Betracht gezogen. Ich fand das einfach nur irgendwo anstrengend, im Dunkeln rumzulaufen, weil damals hat man ja Gold und Silber noch auf dem Game Boy Color gespielt und der war ja nicht beleuchtet. Das heißt, es war sowieso schon manchmal ein bisschen schwierig, was zu sehen, wenn man gerade nicht das Licht im Rücken hatte. Und wenn es dann halt noch dunkel war, hat man irgendwie fast gar nichts gesehen gefühlt auf dem kleinen Ding. Und deswegen fand ich damals diesen Tag-Nacht-Zyklus echt doof. Und hab den eigentlich erst in Rubin, Saphir, Smaragd gar nicht so vermisst. Hab mich zwar schon gefragt, warum sie den nicht eingebaut haben, aber ich habe ihn jetzt nicht so vermisst. Finde ich im Nachhinein eigentlich schade, dass sie den da nicht auch eingepackt haben, weil warum nicht, wenn sie es sowieso schon mal gemacht haben. Aber der kam dann ja Gott sei Dank in Diamant per Platin zurück. Das finde ich sehr schön. Es ist einfach nicht nur, dass du andere Pokémon fangen kannst, eben dann andere Möglichkeiten hast. Ich finde es auch einfach, ich weiß nicht, wie soll ich es am besten sagen, nicht, dass Pokémon zwingend realistisch sein muss. Das ist Quatsch. Ich meine, klar, die neueren Pokémon-Spiele grafisch, das ist natürlich schon was anderes. Der Hintergrund ist hier auch so angehaucht. Okay, aber ein bisschen anders farblich. Ein bisschen rötlicher, ein bisschen bräunlicher. Auf jeden Fall komme ich hier nicht weg. Das ist doof. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, man hat halt... Oder es ist halt so, dass Pokémon meiner Meinung nach nicht extrem realistisch sein muss, so von der Grafik her und von den Gegebenheiten her. Aber ich finde schon, dass so gewisse Sachen ganz cool sind. Zum Beispiel jetzt das Haus des Protagonisten. Gab es da jemals eine Toilette? Nein. Also solche Sachen stören mich auch ehrlich gesagt nicht. Also ist jetzt nicht so, oh mein Gott, im Haus des Protagonisten steht keine Toilette, das Spiel ist voll doof. Es ist mir vollkommen egal, wo die ihr Geschäft verrichten. Und es ist fürs Spiel auch nicht ausschlaggebend. Aber ich finde, so Sachen wie Tag-Nacht-Zyklus kann man super einbauen. Kann man super was mitmachen. Eben verschiedene Pokémon. Im Gegensatz zu der Toilettengeschichte von gerade. Damit kann man, glaube ich, spielerisch nicht viel anfangen. Es sei denn, man kann sich auf der Toilette vielleicht heilen oder so. Aber egal, reden wir nicht weiter drüber. Ich brauchte nur ein Beispiel. Ich finde einfach, wie gesagt, Rhythmus oder Zyklus sagen? Ich glaube, ich wollte beides auf einmal sagen, das hat nicht ganz geklappt. Auf jeden Fall Tag und Nacht finde ich super. Oder auch Wetter. Das ist ja auch so eine Sache. Es gibt ja auch Sonne und Regen und Hagel und Nebel. Das ist auch wieder so eine sehr schöne Sache, wo man halt gameplay-technisch viel draus machen konnte. Weil es ja jeweils Wasserattacken verstärkt und Wasserattacken schwächt in der Sonne. Und die Genauigkeit senkt durch Nebel, sowas halt. Also ich finde, da konnte man halt schon sehr viel draus machen. Oder auch Jahreszeiten. Haben sie ja doch, ich weiß nicht, ich glaube, auf Jahreszeiten legen sie nicht so den gesteigerten Wert. Die hatten wir ja in Schwarz und Weiß und Schwarz und Weiß 2. Aber prinzipiell finde ich das auch eine super Sache. Das ist natürlich immer schwierig, wenn man jetzt sagt, man kann bestimmte Pokémon nur zu einer bestimmten Jahreszeit antreffen. Bei Tag und Nacht wartet man einfach ein paar Stunden. Bei Jahreszeiten muss man schon ein bisschen länger warten, auch wenn sie ja monatlich wechseln. Aber finde ich auch eine super Sache, dass im Winter zum Beispiel mehr Schnee liegt und sich die Bäume verändern. Also das sind so Sachen, die kann man sehr gut einbauen und die machen das schon so ein bisschen realistischer. Wetter, Tag, Nacht, Jahreszeiten. Das sind auch meiner Meinung nach sinnvolle Annäherungen an die Realität. Wesentlich sinnvoller als, wie gesagt, in jedem Haus eine Toilette einzubauen. Weil wäre für die Leute mit Sicherheit schon toll, aber hat ja keinen Einfluss aufs Spiel wirklich. Und deswegen mag ich, wie gesagt, den Tag-Nacht-Zyklus auch sehr gerne. Ich hoffe, das reicht gegen das Relaxo, aber es würde mich wundern, wenn nicht. Aber die KP, die sinken immer so verdächtig langsam, das macht man dann schon immer so ein bisschen Angst. Gut. Die Sache ist, wir haben in Fleetburg auch noch einen Rivalenkampf. Vor dem ich schon so ein bisschen Angst habe, weil unser Rivale bislang immer ziemlich böse war. Außer vielleicht ganz am Anfang.
Was hat er denn nochmal gehabt? Sein Starter, das ist Impergator. Da sollte Amda aber keine Probleme mit haben, außer der kommt jetzt auf einmal mit Impergator auf Level 70, was ich mal nicht hoffe. Dann Velie. Velie ist halt auch nicht so geil, aber ich denke, mit einem Nahkampf können wir das auch regeln. Dragonier hatte er auch. Ich hätte einen Eishieb auf Chris und auf Amde. Ich hätte auch einen Drachenpuls, aber das will ich, glaube ich, nicht zwingend riskieren. Was hat er noch gehabt, ist die Frage. Dragoran hat er dann wahrscheinlich jetzt schon. Velie, Impergator. Magbrand. Genau, er hatte noch Magbrand. Das könnte aber in dem Fall dann Kai machen. Oder auch Neji. Ist eigentlich ziemlich egal. Aber Magbrand, wenn es eine Feuerattacke kann, steckt Kai die dann doch besser weg als Neji. Oder wenn ein Fokusstoß kommt. Was noch? Ich weiß gerade gar nicht. Ich weiß nicht, mehr habe ich gerade nicht im Kopf, aber ich habe irgendwie versucht, herauszufinden, mit was er startet, aber ich meine, er hat die letzten Male mit Dratini und Dragonier angefangen, oder? So oder so denke ich, Chris vielleicht rauszuschicken, ist nicht die schlechteste Idee, weil Chris kann ein bisschen was abfangen und kann gegen das meiste auch was ausrichten, eigentlich. Aua. Aua. Vor allem, wenn ein Drago rankommt, kann ich einen Eishieb machen. Und zur Not kann ich immer noch auf Amde wechseln. Er hat ja das Verteidigungsteam, meine ich. Er hat ja entweder Angriff, Init oder Verteidigung. Ich meine, er hat eher das defensive Team. Hat er nicht sogar noch einen Potrott? Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Und wenn, was ist dann sein sechstes? Ich werde es feststellen. Ein bisschen was habe ich ja auf die Reihe bekommen. So, hat sich da noch ein Trainer versteckt? Nein. Gut. Nehmen wir die Persimbeeren mit. Sind das da links zufälligerweise Fragia? Ja, genau. Die erkenne ich noch. Bei den anderen beiden. Die ganz rechts kenne ich auch, aber da weiß ich gerade nicht, welche es sind. Das sind Giefebeeren? Giefte Beeren. Und. Ah, doch, Sanana. Ich hatte jetzt auch erst an Sanana gedacht, war mir aber nicht ganz sicher. Okay. Hätten wir die Trainer hier auch? Ach ja, richtig. Svenja, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Oh, jetzt sag nicht, du weißt nicht mehr, wer ich bin. Ich bin Professor Ibis Assistent und der Vater von Lucius. Professor hat mich gebeten, deinen Pokédex zu aktualisieren. Meine Intuition sagte mir, dass ich dich genau hier treffen würde. Gibst du mir bitte kurz deinen Pokédex, Svenja? Mal sehen, ich soll die neue Software folgendermaßen installieren. So, das war's schon, dein Pokédex auf dem neuesten Stand. Ich sollte dir jetzt wohl erklären, was ich gerade gemacht habe, Ona. Ich habe einen Trojaner auf deinen Pokédex gezogen. Du kannst dir nun Bilder von männlichen und weiblichen Pokémon ansehen. Ja genau, und nun lasse ich dich wieder in Ruhe, damit du dem Professor weiterhin helfen kannst. Kannst du bitte auch ein Auge auf Team Galaktik haben? Der Professor macht sich Gedanken, nachdem was in Jubelstadt passiert ist. Das ist ja ganz unnötig, aber... Nun, ich muss los, bis dann. Naja, was in der Zwischenzeit sonst noch so mit Team Galaktik passiert ist... Du hast Durst. Ich würde dir ja was geben, aber ich glaube, ich habe nur Milch. Mal gucken, ob ich jetzt irgendwie ein Beispiel finde. Staralili haben wir doch bestimmt schon beide gesehen. Dann kann man hier auf Form klicken und dann kann man sich halt männliche Form und eigentlich auch die weibliche angucken, aber scheinbar haben wir doch noch nicht. Biliza vielleicht beide Geschlechter? Huch. Ja. In Bloody Platin sieht man das auch besonders gut, weil der männlicher und weiblicher Sprite sich hier stark unterscheiden. Und da kann man sich halt die Unterschiede angucken. Normalerweise hat man viele Pokémon, die dann identisch aussehen. Aber man kann sich da halt, wie gesagt, die kleinen, aber feinen Unterschiede angucken. Fleetburg, Verladehafen. Fleetburg mag ich persönlich sehr gerne. Meine Kleidung sieht so nass aus. Bist du mit dem Boot zur Eiseninsel gefahren, um die versteckte Maschine zu bekommen? Nee, noch nicht. Erstmal ins Pokémon Center. Fleetburg ist eine Hafenstadt, logischerweise. Ich bin zwar eher der Fan von so, ja, Urlaubsstätten wie Ondula oder Abidaya, aber prinzipiell finde ich Fleetburg als Hafen auch sehr schön. Mal gucken, was die Leute hier zu sagen haben. Erstmal im Pokémon Center rumfragen.
Unterschiedliche Fähigkeiten. Ja, habe ich gewusst, tatsächlich. Wenn du eine Verbindung zur Nintendo Wi-Fi Connection herstellst, gelangst du zum Wi-Fi Plaza. Ja, kann ich nur gerade etwas schlecht zeigen. Nicht, dass es irgendwie nötig wäre. Du hast Stärke auf der Eiseninsel gefunden. Ja, normalerweise gibt es Stärke ja schon wesentlich früher. In Diamant und Perl, soweit ich weiß. Meine ich zumindest. Und hier gibt es das erst auf der Eiseninsel. Muss mal gucken, wem ich überhaupt Stärke beibringen möchte. Mal schauen. Mein Enton und ich stehen uns sehr nahe. Naja, er steht auch nebeneinander. Das macht seine Attacke Rückkehr ungeheurer effektiv. Enton, Ton. So. Zum fliegenden Sinnoh. Der Text ist verwittert und unlesbar. Achso, die Tür ist verschlossen. Na gut. Was ist mit dir? Willkommen in Fleetbock, der Kanalstadt. In alten Zeiten wurden in diesem Hafen Güter in alle Welt verschifft. Auch nach Vapydro City. Bist du zufälligerweise? Ah, du bist der Attackenverlerner. Ich überlege gerade, brauche ich auf der Eiseninsel? Nee, auflockern brauche ich nicht. Mal gucken, du hast keine VM. Du hast keine, du hast Surfer. Du hast keine, du hast Fliegen, aber du hast Auflockern. Wir könnten zumindest Auflockern schon mal wegnehmen. Hat Neji zwar nur 3 Attacken. Und eigentlich kriegt er auch die nächste spannende Attacke erst in der Arena, nämlich die Arena-Attacke, weil es eine Stahl-Pokémon-Arena ist. Aber gut. Habe ich irgendwas, was ich dir in der Zwischenzeit geben kann? Aquawelle wäre eine Möglichkeit. Ich könnte ihm auch den Blizzard geben. Das wäre vielleicht nur ein bisschen schade. Weil ich sowieso nicht machen werde. Also ich glaube nichts. Ich nehme es ihm ja sowieso dann wieder weg. Für die Arena-Attacke, von daher gesehen. Hat er jetzt erstmal nur 3 Attacken. Aber immerhin ist das blöde Auflockern weg. So. Dann möchte ich einmal kurz sichern, vorsichtshalber. Ich habe schon 194 Pokémon. Wobei, es ist gar nicht mal so viel für all die Pokémon, die wir getroffen haben, finde ich persönlich. Ich könnte vielleicht mehr haben, wenn ich mich auf den Wiesen immer ein bisschen ordentlicher umgesehen hätte. Ich finde es auch sehr schön, dass die hier so eine Brücke haben. Da haben wir ihn auch schon. Ups, hey Svenja, willst du den Rennleiter dort herausfordern? Dann sollte aber jemand vorher prüfen, ob du auch bereit bist. Und dieser jemand ist niemand anderes als ich. Mit meinem niegelnagelneuen Orden. Jetzt bin ich gespannt, was der für Level hat. 5 Pokémon. Ja gut, dann konnte ich ja auch nur 5 erraten. Mag. Oh, er startet mit Magbrand. Wie doof. Er hat sonst nicht mit Magbrand angefangen. Na gut. Oh! Es ist eigentlich sogar in dem Fall gut, dass ich nicht gewechselt habe. Ich hatte nämlich kurz überlegt, auf Kai zu wechseln, weil ich Chris ganz gerne schonen wollte. Aber durch den Sonnentag wären meine Wasserattacken ordentlich geschwächt gewesen. Da war das Erdbeben in dem Fall, glaube ich, wesentlich schlauer. Ich meine, gut, Surfer hätte Step gehabt auf jeden Fall. Erdbeben hat es nicht, aber Erdbeben ist sehr effektiv und hat sowieso 100 Stärke, das passt schon. Ah, ein Top-Trank. Na gut. Können wir mal gucken, wie viel Schaden der Schattenstoß macht. Ob das Erdbeben dann vielleicht reicht. Ich meine, ich kriege jetzt wahrscheinlich dann trotzdem noch... Ja, das Erdbeben reicht. Ich kriege jetzt trotzdem irgendwas vor die Birne, was wahrscheinlich wehtun wird. Oh, geht daneben. Gut, 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 gut. Weil der hätte wehgetan. Feuersturm ist heftig. Magbrand hat ja auch einen guten Spezialangriff. Und in der Sonne... Also ich könnte mir vorstellen, dass Chris das ausgehalten hätte, weil wir ja auch nur 2 Level niedriger sind. Aber es hätte mich sehr stark geschwächt. Ich glaube, Chris hätte ich danach nicht mehr gebrauchen können. Trotzdem fies, dass er jetzt mit Magbrand startet. Aber ich bin echt gespannt, was dann sein 6. Pokémon wird. Ach ja, ich habe Panzer Aeron vergessen. Stimmt, da war was. Na gut, ich kann ich eben kurz vom Himmel holen. Ich hatte jetzt überlegt, Jan reinzuschicken, aber... der Flammenblitz macht ja dann auch guten Schaden bei mir selber. Und das muss ich ja nicht unbedingt in Kauf nehmen. Stimmt. Hatte er bislang eigentlich überhaupt schon Potrot? Also ich weiß, dass er später einen Potrot haben wird, weil es ist einfach das 6. Pokémon, was jetzt noch fehlt. Das kann gut sein. Ich glaube. Dann kenne ich seine 6 Pokémon jetzt. So.
64. Er hat seit Impagerta doch bestimmt schon 66 oder so. Die Frage ist jetzt, ob er niedriger ist als Adam oder ob er vielleicht, ich meine, ich könnte Ice Heap machen, ja, aber ich möchte ja Amne noch für Impagerta benutzen. Oder ob er vielleicht das Niveau von Adam hat, weil er hat ja auch gerade den Orden bekommen. Deswegen ist es gar nicht mal so weit hergeholt, dass er vielleicht vom Level her genauso hoch ist. Das wäre dann voll okay. Hallo Dragoran. Bodyguard. Okay, kann ich mitleben. Keine Volltreffer und keine Statusveränderung. Ja, keine Statusveränderung. Volltreffer? Ist es, glaube ich, gar nicht. Es geht nur um Statusveränderung. Das verwechsle ich immer so ein bisschen. Das hat guten Schaden gemacht. Gucken, wie viel der Schattenstoß jetzt macht. Wenn es nicht reicht, ist es auch nicht so schlimm. Na gut. Wenn ich Ice Heap gemacht hätte, hätte ich den Wutanfall auch abbekommen. Und so mache ich zweimal Schattenstoß und kriege ihn auch ab. Aber muss es ja versuchen. Das tut schon ordentlich weh. Gut. Das war Nummer 3. Jetzt kommt Impagerta. Aber vor Impagerta habe ich ehrlich gesagt noch die wenigste Angst. Das ist das Traurige daran. Was könnte er als Alternative haben? Glurak oder Gewaldro, ne? Ah, aber er hat tatsächlich 66. Das war gut geraten. Ich weiß nicht, ich finde, Glurak fände ich vielleicht noch ein bisschen bedrohlicher, wenn er jetzt irgendwie auch eine starke Feuerattacke hat, vielleicht noch eine Flugattacke. Gewaldro. Fände ich wahrscheinlich ohne Megaform auch nicht sonderlich schlimm. Ich weiß nicht, Impagerta. Klar, er war jetzt nicht K.O. und er hätte jetzt auch eine Kaskade machen können, Knirscher, was auch immer. Weiß nicht, ob er Erdbeben lernen kann, das wäre böse gewesen. Aber weiß ich nicht. Ist keine Herausforderung. Ich möchte ja auch irgendwie, dass die anderen Pokémon so ein bisschen aufschließen zu Amde, aber es klappt einfach nicht. Aber gut. Und jetzt noch Velia. Ja, habt ihr, aber wenn da jetzt so ein Nahkampf kommt, das tut, glaube ich, schon weh. Mit 120 Stärke plus Step heißt nochmal 60 drauf, sind 180. Plus sehr effektiv. Plus Jan trägt ja noch ein Item, was Kampfattacken verstärkt. Ah, da steht auch ein Velia nicht mehr. Ja, das will ich. Ja, ja, dann bist du eben ein kleines bisschen besser als ich. Wie immer. Na und? Aber hör mal, stell dir vor, es gibt da jemanden, der will tatsächlich die Pokémon-Liga herausfordern und Champ werden. Ja, richtig geraten, dieser jemand ist niemand anderes als ich. Was heißt das? Ich soll mir andere Sätze einfallen lassen? Ist ja auch egal. Hey, wieso schaltest du nicht der Eiseninsel einen Besuch ab? Da solltest du noch ein bisschen trainieren, bevor du die Arena stürmst. Also beeil dich und tu es endlich, statt mir die ganze Zeit ein Ohr abzukauen. Ja. Ah, hier oben ist die Bibliothek von Fleetburg. Da gehe ich jetzt aber nicht rein, weil wir da sowieso storybedingt noch rein müssen. Ich werde in der Bibliothek alles über mein neues Lieblingsthema lesen. Alles, was mit Raum und Zeit zu tun hat, finde ich nämlich hochspannend. Na dann, viel Spaß dabei. Pokémon Arena Fleetburg, Leiter Adam, der Mann mit Muskeln aus Stahl. Ja, da werden wir auch noch reingehen, ich denke. Jan wird da auf jeden Fall einen großen Auftritt haben, sowohl mit Feuer als auch mit Kampfattacken. Kathi vielleicht auch, wenn sie sich dann weiterentwickelt hat, weil sie dann die Aurasphäre hat. Nein, kein Interview. Chris, bedingt vielleicht mit Erdbeben. Neji und Kai, vielleicht mit Surfer so ein bisschen was. Seemann Eldrichs Haus. Und Amde. Ja, eventuell auch. Also ich glaube, wir haben ganz gute Karten für die Arena. Ich werde mal ein Seemann wie mein Papa. Er ist ein echter Mann unter den Männern. Selbst hohe Wellen machen ihm keine Angst. Aber Arenaleiter sein ist auch cool. Adam ist absolut klasse. Er wäre schon ganz cool. Wobei ich, glaube ich, eher lieber so einfach Trainer wäre, weil den ganzen Tag in der Arena rumstehen, weiß nicht. Stelle ich mir nicht so spannend vor. So, dann
fahren wir im nächsten Part zur Eiseninsel. Da bin ich auch mal sehr gespannt, weil die Eiseninsel ist generell auch im Original nicht ohne. Da gibt es einige starke Trainer. Da erwarten uns ja auch wieder ganz viele Doppelkämpfe. Ich bin gespannt, wie unser dortiger Partner so sein wird. Normalerweise ist er wahnsinnig cool und stark. Ich hoffe, das ist hier auch so. Den Entwicklungsstein für Kati gibt's dort. Und ich habe so ein bisschen Angst vor den Pokémon und den Leveln dort. Aber ich lasse mich überraschen. Gut, dann würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Bloody Platin. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.